Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Auto Truck Simulator 2020. Ja, geil. Ja, auf jeden Fall sind wir hier wieder am Start, hier der Jan und Icke. Und wir sind in der Nähe von Paris und werden jetzt probieren, einen Auflieger zu kaufen. Auflieger, genau, das sollten wir auch unbedingt probieren. Einen Auflieger kaufen, wie das funktioniert. Und natürlich dann natürlich wieder ein, zwei schicke Fahrten machen, je nachdem. Ein bisschen Geld anscheffeln, der Jan vor allem. Und ja, schaut auf jeden Fall auf beiden Kanälen vorbei. Der jeweils andere rechts und beim i verlinkt. Unbedingt vorbeischauen, denn dann könnt ihr das aus beiden Sichten quasi sehen. Und ich klicke einfach mal auf Aufliegerhändler. Hast du das auch? Ja, habe ich auch drauf gedrückt und ich habe schon gesehen hier... Lol, was man hier alles kaufen kann. Es gibt, ich habe das noch also nie gesehen. Die sind gesehen. Natürlich relativ teuer und die Kassen, die halt so Doppeldings sind und so, ja, die haben so ein hohes Level, dass ich die noch nicht fahren kann. Also ich habe die auf jeden Fall. Alter, das ist richtig krass, was man sich hier kaufen kann. Ich habe das noch nie gesehen. Ich kaufe mir jetzt einfach mal den teuersten. Ich kaufe mir den teuersten, den ich kaufen kann. Und wo packe ich denn den hin? Allgemeine Trockengüter, Baumaschinen und Materialien. Baumaschinen bringen eigentlich natürlich auch eigentlich häufig viel Geld, aber wahrscheinlich... Ja, dann stell ihn mal da in der Ding ab, dann machen wir mal Auflagen auf was? Manager. Also erstmal muss ich mir Geld holen von der Bank dafür. Man kann ihn anpassen. Das ist ja gar kein Problem. Okay. Jetzt passe ich ihn mal an, was kam... Alter, krass. Ich bin mal gespannt, wie sich der fährt, ohne Spaß. Ich habe so einen Doppelten halt jetzt, ne? Oh Gott, ich hab Angst, ey. Ja, ich auch. Fährst. So, also ich kaufe mir den teuersten, den ich kaufen kann, und zwar, das ist der isoliert auf der dritten von den vier Seiten, der erste. Isoliert noch nicht, aber mehr gekühlt. Oh, warte mal, Gott. Was ist das denn? Ich kann einen Kombi-Anhänger machen? Oder halt, Ausführung ändern? Ich mach mal diesen Kombi hier. Der Auflieger an sich hat irgendwie 240.000 gekostet und ich habe jetzt nochmal 200.000 ausgegeben. Also das ist interessant jetzt mit diesem zwei Ding, Alter. Siehst du mich? Ja, ja, ich sehe dich. Oder bin ich bei dir immer noch im Zaun? Du bist gerade durch den Zaun gefahren. Hannover? Ja. Ey, das bringt so wenig Geld, 4.000. Ja, dann sag weiter. Naja, das ist das Teuerste, was ich von den deutschen Städten habe. 4.800? Ich krieg 18.000. Alter, das ist so für 8 Tonnen übrigens. Für 18 Tonnen. Ich lieber Käse. Ja, sollen wir das machen? Ja, müssen wir ja. Okay. Dann hoffentlich ist dann noch was. Okay, dann machen wir das. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich hoffe, du zerlegst dein LKW tausendmal neu reparieren, ey. Lol, du fährst gerade durch mich durch. Aufliegerschaden 2%. Das schmeckt. Echt jetzt? Ja, dadurch, dass ich wahrscheinlich durch dich durchgefahren bin und der dann, ich dann schon aus der Non-Collision Zone draus war und ich bei dir drin gesteckt hab. Der neue Auflieger. Da, du holst die Laune vom selben ab wie ich. Ist das geil. Oh mein Gott. Schöne Fahrt, ja. Ja, toll. Ich finde, was transportierst du? Also ich auf jeden Fall medizinische nett, Ausrüstung. Ja. Ja. Was muss ich denn jetzt machen? Ich weiß auch nicht. Fracht ist beleidigt. Fahr zum Verladebereich. Wo ist denn der Verladebereich? Ah, da. Mit meinem doppelten... Fahrer aufgeladen. Doppelkorn, ey. Nee, ich fahr jetzt schon los. Ich hatte Lust hier... Hä, hey, hast du nicht den Auftrag erst angenommen? Ja, natürlich habe ich den Auftrag. Hä?
Alter, doppelter ist ja richtig nervig, doppelter Anhänger. Ja, deswegen. Ich überspringe auch einfach. Ja, hab ich auch. So, Leute. Also, weiter geht's. Ey, das, die hab ich doch anmoderiert, ey. Ja, ist mir doch egal. Mal weiter. Fahr, ich will sehen, wie du fährst. Okay, ja, egal. Auf jeden Fall hatte Jan ja gerade einen Disconnect. Ja, ich kann nicht fahren wahrscheinlich jetzt mit diesen zwei Anhängern. Was hat das mit den Anhängern zu tun? Was? Idiot. Blinke ich eigentlich hinten? Ja. Ich sehe das gar nicht so weit. Drei Lampen blinken sogar. Echt? Ja, das weil ich so, Stück. Ja, ich habe das so gemoddet. Ne? Dann, ja. So viel Geld ausgegeben, dass gleich drei Blinker gekommen. Ja, wirklich. Dieses, es ist ja da so richtig, es ist ja so ein blaues Pad quasi schon. Und ja, war alles gut? Das ist alles gut gelaufen gerade, ja. Weil ich fahre mal hier jetzt links neben dir. Also ich versuche jetzt wirklich. Oh Mann, ey! Soll ja. Das? Mein Auflieger hat schon 2% Schaden. Ja, dafür kann ich nichts. Ah, wie geil, dass ich schneller beschleunige. Ja, weil ja, kann ich schon rüber? Und wer weiß, deiner ist so lang und. Ja, ich habe nur 10 Tonnen. Ich mit meinem kurzen transportiere 14 Tonnen. Links abbiegen. Mit einer schwachen Maschine. Ich muss links rüber. Ich auch. Alter. Ich zieh rüber, wenn du nicht Platz machst, ist du weg. Ich musste Vollbremse machen, ich bin zum Stehen gekommen. Ja, ich war vor dir. Du warst auf einer weiten Spur vor mir. Ja, da war geil. Ist mir doch egal. Du hast mich hier abgedrängt. Was? Wohin waren wir denn eigentlich? Was ist auch in welchen Straßenverkehr? Ja. Aber die Leute, die verstehen das schon. Die haben da absolutes Verständnis. Ja, tschüss, ich fahr da mal weg mit meinem ultrageilen Auflieger. Ich finde den echt cool. Also jetzt mal ohne, dass du jetzt sagst, so, dass ich zu viel Geld habe, wie würdest du den so finden? Ja, ich finde den auch cool. Also ich auch mit diesen drei Lichtern und so. Also ganz besonders toll. Jetzt ist grün. Ohne Spaß, ich finde das echt cool. Ich finde das auch cool. Ich habe extra, ich wusste nicht im ersten Moment, soll ich das machen, aber ja, dann dachte ich... Fahr mal ein bisschen schneller, oder? Ja, ich muss ja hier ausholen. Boah, wie beide holst du denn aus? Da ist ja auch noch Gegenverkehr. Wo denn? Ja, da meinst du, soll ich da rüberfahren? Ich fahr mal die Autobahn so drauf. Ja, mach. Wegen ausholen und so, ne? Guck mal, wie langsam er schon wieder ist. LOL! Ey, Vollgas! Ja, merke ich. Ich hoffe, du gibst um irgendwann. Arschloch! Kaufe ich mir einen neuen, kein Ding. Ja, das, ich wusste das aber nicht mal, dass sowas möglich ist. Ich feiere das gerade richtig. Alter, wieso ist auf dieser Autobahn nur 80? Echt? Egal, du fährst ja vor mir. Also bist du eigentlich noch da oder bist du schon ganz weit weg? Ich fahr 82. Ah, nee, ich muss hier rechts. Nimm die Ausfahrt rechts. Immer geradeaus. Ich bremse nicht. Gleich ist die ganze Auffahrt versperrt, weil ich da lieg. Ja, ich nehme deswegen größeren Sicherheitsabstand. Nein, du sollst ja hier, die Leute sollen ja sehen, wie gut ich war. Bei dir. Ja, wir wissen es, glaube ich. Wobei, nee, das geht gar nicht. Oh mein Gott. Aber ich fahre echt langsam. Ich fahre 55 hier bei 50. Bitte links halten. Oh. Das war eigentlich echt schlecht. Ich war 44, 43, weil ich. Siehst du meine Staubwolke überhaupt noch, oder? Siehst du die auch nicht mehr? LKW. Habe ich eigentlich Synchro gemacht? Weiß ich gar nicht. Nee, brauche ich nicht. Mein LKW siehst du immer noch. Du bist quasi so immer noch an meinem LKW dran. Und ich bin schon 1 Kilometer weiter vorne mit meinem Führerhaus. Ja, ungefähr. Also ich gebe jetzt kein Gas mehr. Ich roll jetzt einfach bis nach Hannover. Auch nicht mit Gas, sondern mit Diesel. Digga. Das war so scheiße. Oh, da ist noch eine Kamera, eine Radarfalle. Hab ich nicht gesehen. Weil ich, war gar nicht schnell genug dafür. ich roll ja jetzt bis nach Hannover, hab ich ja gesagt. Und ich hab auf den Punkt geguckt, wo du bist. Deswegen. Habe ich nicht gesehen. Sag mal, wenn du mich wieder siehst. Ich sehe dich.
Sag mal, wenn du nicht eher so, ich seh dich, ja. Ja, gib mal Gas, Mann. Ich muss einmal aufs Gas drücken und schon bin ich wieder schneller als du. Ja, 91 km/h, 92, 93, jetzt wo es bergab geht, geht's ab. 96, 97, 98. Ja, okay. Ich kann ja nichts dafür, dass deiner so ultra lang ist, aber halt überhaupt nichts wiegt und du halt so einen guten LKW hast, der irgendwie 5 Millionen PS hat, ja, und ich habe ja, 1 PS. Dafür. Kann einfach bei mir ein Pferd so vorne dran machen, das ist schneller. Ja, musst du halt kaufen. Ein Pferd, ja. Ja. Ist wahrscheinlich teurer als mein LKW. Ah, da, 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 da. Ich hab richtig. Ich hab richtig übertrieben. Ich bin aber auf 40 runtergegangen. Hab ich gar nicht. Ja, ey, Junge, war das knapp? Digga, war das knapp? Ja, genau. Ich wollte dich jetzt rechts. Hätte ich nicht sagen sollen, jetzt geht er wieder rüber. Okay. Jetzt schneidet er mich wie dieser Typ von vorhin. Alter, ich schneide dich gleich so hart, ohne Spaß. Ist mir eigentlich komplett egal, dass du kein Geld hast. Digga. Hilfe. Der abonniert Mike Let's Play. Ja. Ah, nee, heißt er gar nicht mehr Mike wahrscheinlich. Ja, genau. Ich geh tanken. Tschüss. Der ist da jetzt auch in die Leitplanke rein und das ist ja, genau, fahr einfach vorbei. Ja, ich muss ja nicht danken, ich habe ja schon getankt. Das ist ein Idiot. Ich muss auch nicht danken, ich dachte so. Du dachtest? Warum das denn? Kannst du mal bitte langsam fahren? Ich fahre die ganze Zeit langsam. Ne, noch langsamer als Standard. Alter, ich ramme einfach 80. Die Tankstelle. Und das Schild fast. Überschlagen. Ja, vielleicht ja, heiße ich tatsächlich nicht mehr so. Das weiß ich nicht, wann dieses Video überhaupt kommt. Ja, übervorgestern wahrscheinlich, oder? Wie langsam fährst du? 80 km/h, weil ich bei 80 km/h erlaubt sind. Ich fahr 60 km/h. Ja, ich beschleunige jetzt auf 90. Nein! Oh. Nein! Wir haben nur noch 50 km, wir sind eh gleich da. Bleib. Ah ja, stimmt. Dann will ich natürlich vor dir da sein. Du Idiot, Alter. Das ist jetzt ein Rennen. Echt? Ja, damit es ja fair ist, habe ich ein paar Meter Vorsprung bekommen. Okay. Schnell fährst 29 mal. Kilometer habe ich noch, 28 Kilometer. Ja, wahrscheinlich okay. Fahren wir auch gar nicht zum selben. Hast du so gewonnen? Wir haben ja ganz unterschiedliche Fracht. Was transportierst du? Ich transportiere Käse. Medizin. Ja, guck. Ja, Käse und Medizin kommt wahrscheinlich genau zum selben, oder? Ja, sicher. Real, einmal hin, alles drin. Keine Werbung hier an der Stelle. Kann man hier Vollgas fahren? Nee, kann man nicht. Ja, ich dachte, du fährst 90, du Idiot. Ja, aber ich habe ja wegen Rennen beschleunigt. Nein, dann kann ich dich ja nie mehr einholen. Rechts halten und dann die Ausfahrt rechts nehmen. Ah. Kreuzung interessiert. Nimm die Ausfahrt. Kann man hier eigentlich durchbrettern? Also ich probiere es. Gelb. Ich probiere es durchzubrettern mit zwei Anhängern. Oh! 112 km/h. Rote Ampel. Oh, also ich bin schon mal in Hannover, aber ich muss jetzt an der roten Ampel warten und ey, es schüttet wie aus Eimern. Muss deine roten Ampel. Ich fahre dir gleich so hinten drauf. Alter, ich bin gerade über Rot gefahren, habe keine Strafe bekommen. Bei der Ampel bin ich gerade auch so über Gelb rüberhuschen können. War gerade über zwei Fahrstreifen, also kannst du nicht vorbei. Ja, ich komme aber. Du. Alter! Junge, du bist so doof! Was machst du denn? Bei mir steht wieder Steam offline. Hast du, wie viel Schaden hast du gekriegt? 1%. Okay, dann geht's, ey. Sorry, ey. Ich hab schon richtig Angst gehabt, dass ich dich jetzt zerstöre. Ich kam mit 108 km/h angelauscht und er macht einfach beide Spuren zu. Ey, selbst wenn ich gebremst hätte, das hätte nichts mehr gebracht.
Alter! Wenn ich gebremst hätte. Ich weiß gar nicht, ob ich gebremst habe. Es ging so schnell alles, wahrscheinlich haben wir einfach gar nichts gemacht. Der bringt wirklich Medizin und Käse zum selben. Echt jetzt? Ja. Nice! Ja. Aber halt auch, ne? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja. Jetzt habe ich übrigens, ich bekomme jetzt übrigens Geld, ne? Ich weiß nicht warum. Weil es Tag ist wahrscheinlich. Die fahren halt nachts nicht, oder? Nach links ab. Das kann sein. Das könnte irgendwie sein. Also jetzt bekomme ich, ich komme die ganze Zeit so 1300, 2000, Level ich aufgestiegen. Auch ein Fahrer. Irgendwann müsste der auch mal gehen. 1167. 13.000, was hat er gemacht? Alter, wieso? Einfach so, ohne nix. Jetzt ist er aufgestiegen. Ich muss hier übrigens langfahren. Kaufen, oder? Das weiß ich nicht. Ich muss hier übrigens langfahren. Ich muss auch da langfahren, aber ich... Echt? Okay, ja, dann gebe ich mal Gas. Ach, du hast schon einen Auflieger? Ja, bin schon fertig. Achso, nee, ich habe meinen Auflieger noch gar nicht. Ich musste den da holen, wo wir waren. Ah, nee, ich nicht. Musst du den da abholen, wo ich jetzt gerade hinfahre? Ja, ne? Ja. Ja, dann kann nur die Sachen aufdecken. Deck, deck. Warte, ich merke gerade. Ah, ne. Ich hab schon Auflieger, hä? Lol. Habe ich den denn jetzt her? Hä, bist du doof? Du hast deinen Auflieger, aber du hast keine Fracht drin. Aber mir steht, 290 Kilometer muss ich noch fahren. Hä? Warte mal, ich muss meinen Truck mal kurz stoppen und... Blödes Arschloch fährt einfach über Rot. Nicht über Rot, aber Vorfahrt missachtet. Kann ich jetzt irgendwie gucken, was ich hier für einen Auftrag habe? Kann ich irgendwo nach einem Auftrag gucken, irgendwie so? F6. Da müsste deine Fracht stehen. Boah, also hier steht Fracht Joghurt nach Duisburg. Ja, dann gibt Gummi. Aber irgendwie doch schon drin. Keine Ahnung. Gehackt. Auch wenn ich es nicht eingeladen habe eigentlich. Nice. Ja, was ist denn da los? Was ist denn da los? Ich bin durch die Stadt gerade gefahren, als hätte ich gar keinen Auflieger drauf. Ich habe mich vorher gewundert, so als ich so, ich dachte so, ich habe gehackt, ich habe plötzlich einen Auflieger hinten dran. Aber dann ist mir eingefallen, ich habe mir einen gekauft. Willst du eigentlich auch gerade ausfahren? Ach so, oder? Du bist ja schon da. Oh, wir schneiden, ey. Rechts halten und dann die Ausfahrt rechts nehmen. Man kann nicht schneiden, wenn kein schneller Fahrer da ist. Nimm die Ausfahrt rechts. Oh. Okay. Okay. Gleich schneide ich dich wieder. Oder du blockierst wieder einfach alle Fahrbahnen. Fahr mal ein bisschen schneller. Immer geradeaus. Hier blitzen sie doch eh nicht. Ja. Alter, Junge. Fahr mal ein bisschen links, dass ich rechts vorbei kann. Alter, jetzt habe ich auf 20 Runde gebremst. Nice. Wie viele Tonnen haben sie eigentlich jetzt geladen, Mister? 17, glaube ich. Kannst warte. Du mal nachgucken? Bitte links halten. Bitte links ja, halten, 17. Was macht er? Fährt rechts. Alter. Ich habe wieder 10. Alter, what the fuck? Micha hat gerade jetzt gerade um 0.55 Uhr auf meine WhatsApp geantwortet. Ja, und dann sagt er ist krank. Kann man verstehen. Lassen wir das drin oder schneiden wir es raus? Weiß ich nicht. Das fällt uns eh nicht mehr ein. Ja, der macht ja nicht, ist ja krank, Alter. Ja, er ist ja auch krank. Wenn man um ja. 0.55 Uhr einfach noch nach. Ja, weil man nicht schlafen kann, weil man so krank ist. Ja, beziehungsweise wenn man um 0.55 Uhr noch Euro Truck spielt und den anderen jetzt gleich schneiden wird. Nein, du darfst mich nicht schneiden, weil ich kein Geld hab. Ich darf das, weil du Geld hast. Okay. Ich bin ja nicht. Du musst ein schlechtes Gewissen dann haben, ich nicht. Ich war tanken. Alter, ich hab echt Angst, dass du irgendwann kippst du mit dem Ding um. Ja, da kommt einer entgegen oder so. Aber auf jeden Fall steht einer auf der Strecke.
entgegen und steht, ist schon ein Unterschied, oder? LOL, ist das eng da! Warum bin ich denn links gefahren, ich Idiot? Ich war einmal links oder so eng da, ist ja egal. Ja, genau. Alter, ich könnte mit dem einfach die ganze Straße blockieren. Ich könnte mich jetzt quer hinstellen. Ey, ich glaube wirklich, unsere Folgen sind alle über 20 Minuten, dann kann das sein. Ja, will ich. Okay. Okay. Okay, ja. Ich habe übrigens heute auch X-Plane geschnitten. Habe ich wirklich? Was? Ich habe nämlich, ist mir aufgefallen, unsere X-Plane-Folge, die wir zusammen aufgenommen haben, die hochgeladen. Ah, du bist so ein Idiot. Und jetzt? Jetzt habe ich heute beide Parts geschnitten und die kommen jetzt, reihen sich in meinen Upload-Plan für meinen Zeitkanal ein und das heißt, sie kommen wahrscheinlich nächste, also nicht nur wahrscheinlich, sondern kommen nächste Woche. Und deswegen, also ich habe wirklich, als ich das schon wieder gesehen habe, auch so mit dem, so dieses Plugin, was du dir geholt hast und so, was wir ja auch beide haben, mit diesem Wackeln und Shaken und so, ey, ist so cool. Shaky, shaky. Shaky, shaky. Da musst du mein Video angucken, weil das ist qualitativ irgendwie besser als deins, habe ich so das Gefühl. Meins ist gar nicht online. Ja, eben. Ja, meins qualitativ mega gut geschnitten, aber ich gucke echt deins, glaube ich, nochmal an, damit ich weiß, wie gut ich meins schneiden muss. Ja, ich habe nichts geschnitten. Echt? Ja, Anfang, Ende haben wir doch gesagt. Ne? Ja, aber mittendrin mussten wir schneiden und wir haben, oder ich, ich musste glaube ich nur schneiden, weil, also bei mir ist einmal mein Flugzeug so festgebackt, deswegen musste ich auf jeden Fall einmal schneiden beim Start. Aber auf jeden Fall ist X-Plane, ist halt so, ist schon geil. Ich hatte damals echt immer auf deine Folge gewartet, aber mittlerweile hatte ich es auch vergessen, dass du dich nicht mehr gewartet hast. Weil ich wollte und mir das aus deiner Perspektive unbedingt mal angucken. Ja, ich weiß noch, also als ich heute das so geguckt habe, meintest du so, ja, ich habe noch richtig viel vor und dann hier so noch mit Plugins und so, ich will da jetzt in nächster Zeit richtig viel machen und dann so, ja, wahrscheinlich, oder? Ja, ich glaube, ich habe sogar ein, zwei Sachen noch gemacht, aber nicht mehr viel. Fahren wir mal tanken. Kannst du machen. Regnet es bei dir eigentlich auch oder ist deine Scheibe zu krass? Nee, bei mir ist Sonnenschein. Echt? Ja, wirklich. Oh Mann, ey. Es ist schön hell mal, das ist zur Abwechslung. Was bei mir anders. Ist. Alter, es regnet. Aber ist hell bei dir oder ist dunkel? Naja, nicht wirklich hell, es ist halt super bedeckt. Nee, bei mir ist schön hell und so, endlich mal. Heute habe ich sogar dieses Mixed-Shirt an, was echt heftig ist. Ich finde das richtig krass. Ich hab das richtig heselig Shirt an. Also wir haben uns ja am Anfang richtig heselig und das darfst du nicht geholt. Aber dieses Mixed-Shirt hab ja ich mit so Schnörkel noch gemacht und so, ne, dass ich da so hier so ein paar Striche, hier so ein paar Schweife und was auch immer. Und da dachte ich am Anfang so, ich bin gespannt, wie das ausschaut am Ende, ne? Und als ich das jetzt bekommen habe, ich finde das richtig geil. Nimm die Ausfahrt rechts. Oh! Da war eine unsichtbare Mauer! Aber die hat mir keinen Schaden gemacht, glaube ich. Ich muss echt aufpassen, dass hier mein... Was machst LOL, ich habe Schaden abgezogen bekommen. Warum passt also, du denn nicht auf eigentlich? Ich wusste nicht, also... Ich du hab hast gesehen, sogar Navi. Müssen. Ja, aber ich dachte, wir müssen erst quasi die Zeit auffahren und dass man dann geradeaus auch weiterfährt. Und ich wusste ja nicht, dass da eine unsichtbare Wand ist. Ja, das ist ja jetzt hier besser gemacht. Ja. Echt. Ich habe echt das Gefühl, jeden Moment klingelt gleich, als ich mich gerade schon wieder so erschrocken habe, dass ich gleich hier so die Nachbarn klingeln um 1 Uhr morgens rüber aufnehmen. Ich dachte so, klingelt die Post. Klingelt gleich die Post. Ja, als ob das die Nachbarn juckt. Ja, ne, wenn irgendwer um 1 Uhr morgens rumschreit, wahrscheinlich. Ja, du schreist so nicht rum, Leute. Immer geradeaus. Muss mal gucken, wo mein Paket ist, ob es immer noch irgendwie bei Osnabrück oder Oldenburg oder was es war ist. Ja, kann ja mich ja mitbringen. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ich glaube, ich fahre jetzt gleich mal auf die Gegenspur. Ich bin abgefahren. Radarkontrolle. Und dann echt? Bleiben sie immer geradeaus. Nein. Radarkontrolle. Ja. Stand, die haben nicht sogar vorgewarnt mit dem Schild. Ja, ich weiß, ich sehe es. Wieder.
Also ich fahre gerade 70 und warte auf dich, aber du hast irgendwie keinen Bock zu kommen. Ja, weil ich gerade runterbremsen muss eventuell. Ja, auf 10 wie ich vorhin, oder was? Nee, auf 80. Ja, fährst du ja trotzdem schneller als ich. Gucken, ob sich schon bewegt hat. Nee, ist immer noch bei Osnabrück. Nice. LOL! Ich hab auf Sandy geguckt, man sollte nicht auf Sandy gucken. Ich bin gegen die Leitplanke gefahren. So ein Lulli. Wie viel Schaden habe ich? 5% und 4%. Aber die Fracht ist unbeschadet. Erstmal ein bisschen schneller fahren wieder. Nee. Wo bin ich jetzt? Bitte lassen Sie mir Platz. Meinst du? Ja, du bist jetzt sowieso wieder schneller. Ja, ich weiß. Ich habe nur abgebremst, um auf dich zu warten. Kann ich eigentlich rüber auf linke Spur? Nein, kannst du nicht. Ich bin direkt. Mit den drei Weg. Blinkern. Siehst du die? Nee, ich bin zu nah dran, ich sehe sie nicht. Jetzt könntest du rüber. Siehst du die? Lila, siehst du die? Ampel, gib Gas, dass du sie auf grün erwischt. Ja. Oh, ich muss anhalten. Ja. Oh, Brake-Test! Alter, hat sich gar nicht von beeindrucken lassen. Junge, wie schnell er auf einmal ist. Wie schnell fährst du? Alter, gib mir 108. Junge, ey, wenn du irgendeine Scheiße machst. Alter! Oh mein Gott, und ich hab nicht gebremst, ich hab Gas gegeben. Aber es hat funktioniert. Wieso war ich nicht schon längst dran vorbei? 10 Kilometer? Nein. Bei da vorne? Du hast mich ultra geschnitten. Ultra, also eigentlich. Oh nein. Mein Gott! Apfelrip! Ich bin in den Skin. Scheiße. Wie viel hast du? Nicht viel, glaube ich. Auflieger? 9 und 7 und 1. Also ich bin hier voll drauf gefahren. Ich bin in der Luft. Kannst du mich Stau drücken? Warte mal, wo sehen das? Wie viel habe ich? Ah, ich konnte runterfahren, okay, alles. Ja, ja, dann ist ja kein Problem. Ja, dann kannst du direkt weitergehen. Ah, auf hier. 7 drücken. 19 habe ich vorne. No. Und 3 auf dem Auflieger. Was? Wieso hat dein Auflieger so wenig? Weil mir vielleicht zufällig keiner draufgefahren ist. Wieso fährst du mir auch einmal drauf? Ja, weil du plötzlich irgendwie in der Wanne warst und dann stehen geblieben bist vielleicht. Ja, Sicherheitsabstand, wenn ein Unfall passiert, wenn man den Sicherheitsabstand... Oh mein Gott! Hier ist einer. Dann passiert halt dadurch kein Unfall. Alter, bei mir kommt auch gleich die Polizei. Ich hab gerade richtig rumgeschrien, das ist mir gerade richtig peinlich. Scheiße. Alter, bei mir schüttet so aus Eimern in dem Spiel. Meine Scheibenwischanlage eskaliert hier. Ich schreibe gerade übrigens eine WhatsApp. Kann sein, dass ich hier nochmal drauf fahre. Hey, mach bitte nach rechts Platz. Bitte. Hör auf, Mann, ich fahre hier so drauf. Du Idiot, ich hab 25% jetzt. Ich hab so gefleht, Mann, und er fährt einfach nach links. Gefleht. Weiß auch gar nicht, was es ist. Oh, ich muss beschleunigen, um über die Ampel rüberzukommen. Ich durfte da halt gar nicht schneller fahren, so, ne? Im Tempomat 70 stehen und ich darf auch nur 70 fahren. Ich schreibe immer noch eine WhatsApp. Das ist so. Ja, kritisch. Schreib mal weiter. Ja, mach ich doch die ganze Zeit. Ach so. Oh mein Gott! Wand. Ich hab ein bisschen angeditscht. Kann ich rüber? Ja, bestimmt. Ja, bestimmt. Echt? Vor allem so. Und ja. Kann ich rüber? Ja, bestimmt. Ja. Weiß man's. Ah ja, ich find's gut, dass du eine Ampel bestimmt rechts anhalten musst. Oh mein Gott, ich muss hier rechts. Alter! Digga! Ich muss auch nach rechts. Echt, dann sperre ich mal kurz die Fahrbahn. Bitte Ampel, nein! Ja, ich wusste es, aber die Fahrbahn wäre sowieso gesperrt.
gesperrt, oder? Ja, wo geht's nach vorbei? Ja, rechts vielleicht. Oh, da kommt noch einer. Kann ja mir vielleicht mal grün werden oder so. Ich bin gespannt. Oh, da kommt einer. Ich komm da jetzt. Der Typ ist über Rot gefahren, das weiß ich. Da kommt noch einer, die werden sich denken, oh, der kann nicht fahren. Ja. Mit den Anhängern. Das denke ich mir auch die ganze Zeit. Upsi. Ich muss ja auch gar nicht denken, ich weiß es ja auch. Ja, okay, sorry Leute, ich fahre wieder normal weiter. Demnächst rechts abbiegen. Musst du da nicht links rein? Nee. Ah, nee, ich auch nicht. Rechts. Ich glaube, das wäre ein Trottel. Biege nach rechts ab. Du musst auch dahin, wo du hin musst. Ah, das ist ja ganz komisch. Es ist vorbei, ja, endlich. Ah, überspringen, ey, ja, gar keine Lust drauf. Gute Arbeit immerhin. Ja, muss ich noch schnell reparieren und dann beenden wir die Folge, ne? Ja, reparieren ist eine gute Idee. Mal gespannt, wie viel das kostet, aber ey, ohne Spaß, mit dir bei crasht so vielen, man sich nur... Ey, ich war da gar nicht dran schuld. Nein! Mit Milliarden km/h da rein. 1700 habe ich bekommen und du wahrscheinlich so 30.000. Alter! Nee, ich habe 10.000 ja für den Auftrag nur gekriegt. So ein blödes Arsch. So, jetzt wieder dran erinnern, dass ich einen Auflieger habe. Immer noch, so quasi. Immer dann habe ich gar nicht mehr gedacht. Ich bin gerade gefahren. Ohne Spaß, als du es gesagt hast. Ich bin gerade gefahren, als hätte ich nichts gehabt. Scheiße. Ah ja, Aufliegerschaden erstmal 5.000. Schmeckt. Und LKW-Schaden 43.000 insgesamt, 48.000. Ja, die hat mir der eine Fahrer allein eingebracht heute. Also nicht ich, der eine, andere. So, kann ich den Auflieger jetzt nicht einmal wieder wegkicken? Ja, wieso solltest du? Ja, der nervt mich. Wieso nervt der? Weil er so lang ist. Ja, dann kauf den neuen. Ja. So, als hätte ich so viel Geld, einfach einen neuen kaufen. So, ich kann man mit dem eigentlich toll, also toll, toll. Toll, toll. Toll, ja. Also, ich habe heute für Reparieren ungefähr 60.000 ausgegeben und ich habe, glaube ich, 30.000 eingenommen. Nice. Also, Minus. Echt? Ist, heißt es Minus? Ich glaube, oder? Bisschen, oder? Oh mein Gott, ich fahre gegen den Zaun. Nee, okay, fahren. Also beenden wir das Ganze jetzt. Motor ab, schlafen, ich komme eine Motor Weile ab. Zur Ruhe und damit will ich sagen, danke fürs Zuschauen, haut rein, bis dahin und ciao, ciao. Ciao.